Heute ertrinken die Herzen von Millionen Fans und Kollegen in einem Meer aus Tränen, während wir die Beerdigung von Elmar Wepper, einem Denkmal der Kunst und dem Herzen des gerade verstorbenen Künstlers, begleiten. Der Verlust von Elmar Wepper ist nicht nur der Verlust eines brillanten Schauspielers, sondern auch der Verlust eines Mannes mit einem gütigen und liebevollen Herzen. Elmar Wepper erobert mit seinem vertrauten Auftreten und seinem einzigartigen schauspielerischen Talent seit Jahrzehnten die Herzen des Publikums. Elmar Wepper wurde am 16. April 1944 in Augsburg geboren. Seine Karriere begann in den 1960er Jahren und entwickelte sich schnell zu einer der prominentesten Persönlichkeiten der europäischen Filmindustrie. Die Fernsehserie Derrick von 1974 bis 1998 verhalf Elmar Weppers Namen zu neuem Glanz und verhalf ihm zu einer Ikone des deutschen Fernsehens. Mit der Rolle des aufrechten Kaderinspektors Mark prägte Elmar Wepper seine Karriere nachhaltig in den Herzen des Publikums und erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen. Elmar Wepper glänzte nicht nur im Fernsehen, auch auf der Leinwand und auf der Bühne feierte er große Erfolge. Zu seinen herausragenden Werken zählt der Film Kirschblüten, Hanami, 2008, der ihn in die Lage eines weltweit einflussreichen Schauspielers verschafft. Seine vielfältigen Talente machen jede Rolle lebendig und einzigartig. Er ist jedoch nicht nur ein hervorragender Schauspieler, Elmar Wepper ist auch ein Mensch mit Herzlichkeit und Mitgefühl. Er beteiligt sich aktiv an Wohltätigkeitsaktivitäten und hat zu vielen humanitären Projekten beigetragen. Seine Liebe und sein Mitgefühl schufen bedeutungsvolle Momente abseits der Leinwand und machten ihn zu einem respektierten Lebensgefährten. Im Leben und in der Karriere von Elmar Wepper geht es nicht nur um seine künstlerische Karriere, sondern auch darum, menschliche Verbindungen zu schaffen und Freude und Freundlichkeit zu verbreiten. Seine Hingabe an die Kunst und das tägliche Leben war für viele eine Quelle der Ermutigung, und sein Tod hinterließ einen Moment der Leere, den niemand füllen konnte. Die Beerdigung von Elmar Wepper fand in feierlicher und emotionaler Atmosphäre statt. Kollegen, Freunde und Familie versammeln sich am Ort der Beerdigung, um zu trauern und sich an diesen talentierten und sympathischen Mann zu erinnern. Seine Annahme und Verabschiedung erfolgte unter den Augen von Millionen von Zuschauern, von denen jeder den Schmerz über diesen Verlust teilte. Fernsehen und Medien übertragen die Beerdigung live, sodass auch diejenigen, die nicht anwesend sein können, zugeschaltet und an diesem Besuch teilhaben können. Elmar Weppers Bild auf der großen Leinwand dient als letzte Hommage an ein Denkmal der Künste. Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt bieten in sozialen Netzwerken Symbole der Liebe und Erinnerungen und schaffen so eine allgemeine Atmosphäre der Dankbarkeit und Erinnerung. Hashtags wie Hashtag Elmar Wepper Forever und Hashtag In Memory of Elmar Wepper sind zu Zielen für diejenigen geworden, die dem talentierten Künstler Tribut zollen möchten. Die Familie von Elmar Wepper erhält in ihrer Trauer und Traueranteilnahme und Liebe von der Community und den Fans. Teilen und gute Wünsche in sozialen Netzwerken können den Schmerz lindern und der Familie in dieser schwierigen Zeit Kraft geben. Geständnisse und Unterstützung in den sozialen Netzwerken sind nicht nur ein Ausdruck von Respekt, sondern auch eine Möglichkeit, die Schirmherrschaft und die schönen Erinnerungen an Elmar Wepper zu teilen. Auch die Film- und Fernsehbranche erzählt Geschichten und Würdigungen über Elmar Wepper. Kollegen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, Regisseure, mit denen er zusammengearbeitet hat, sowie enge Freunde und Kollegen haben alle ihr aufrichtiges und tief empfundenes Beileid für Elmar Weppers Menschlichkeit und sein Talent zum Ausdruck gebracht. Die Trauerzeremonie wird mit Sorgfalt und Respekt abgehalten, jedes Detail wird sorgfältig vorbereitet,
um einen heiligen und feierlichen Raum zu schaffen. Der Besuch und die Verabschiedung sind nicht nur eine Gelegenheit für Fans und Kollegen, ihre letzten Gedanken zu äußern, sondern auch eine Gelegenheit, Elmar Weppers großartige Beiträge für die Kunst und die Gemeinschaft zu würdigen und sich daran zu erinnern. Der Tod von Elmar Wepper ist nicht nur der Verlust eines hervorragenden Künstlers, sondern auch der Verlust eines freundlichen, liebevollen Menschen. Die Geschichten seiner Großzügigkeit und seiner freundlichen Taten werden in den Herzen derer weiterleben, die die Gelegenheit hatten, ihn zu treffen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Obwohl Elmar Wepper diese Welt verlassen hat, wird sein Erbe durch seine Kunstwerke und seine schönsten Momente weiterleben. Die Bilder, Videos und Geschichten, die er mit dem Publikum teilte, werden ewige Erinnerungen bleiben, auch wenn er nicht mehr unter uns ist. Der Tag der Beerdigung von Elmar Wepper war nicht nur ein Abschied, sondern auch eine Gelegenheit, auf das wunderbare Leben und Schaffen eines Künstlers und Menschen zurückzublicken. Angesichts dieses Verlustes wird uns klar, dass er nicht nur in der Filmindustrie, sondern auch in den Herzen derer, die ihn kannten und liebten, tiefe Spuren hinterlassen hat. Auf der Leinwand mag Elmar Wepper viele verschiedene Charaktere gespielt haben, aber in den Herzen des Publikums wird er für immer ein Freund, ein Teamkollege und ein persönlicher Held sein. Im Laufe der Jahre hat er uns durch seine einzigartigen Kunstwerke zum Lachen, Weinen und zum Erleben wahrster Emotionen gebracht. Fans und Liebhaber von Elmar Wepper teilen Emotionen und Erinnerungen in sozialen Netzwerken und schaffen so einen warmen und bedeutungsvollen Gedenkraum. Fotos, Videos und Erinnerungsbotschaften sorgen dafür, dass die Online-Atmosphäre voller Erinnerungen. C'est le 11 septembre 2018 que la nouvelle avait été annoncée. Véronique Sanson, chanteuse talentueuse et incontournable, souffrait d'un cancer de la gorge. Une terrible annonce qui avait terrifié ses fans et ses proches, bien qu'elle se soit voulue rassurante. Son producteur, Gilbert Coulier, avait adressé un communiqué à l'AFP afin de faire savoir qu'elle était obligée d'annoncer de nombreux concerts afin de prendre du temps pour se remettre et s'attaquer à la maladie comme il le fallait. En effet, son traitement était particulièrement lourd et lui avait demandé de nombreuses semaines d'immobilisation. Heureusement, sa tumeur avait été détectée très tôt et cela a permis une prise en charge rapide et efficace de son cancer. Un cancer est une maladie particulièrement terrifiante en raison de son imprédictibilité et du stigma qui est associé. Comme si cela ne suffisait pas, le terrible mal s'est attaqué à la gorge de la chanteuse, difficile donc de faire plus effrayant comme situation. C'est avec candeur et honnêteté que l'artiste est revenu sur cette période de sa vie qui a été particulièrement difficile, évoquant notamment l'opération effectuée en 2019 sur ses cordes vocales qui lui a sauvé la vie mais qui aurait bien pu lui faire perdre sa voix. Bien sûr que j'étais inquiète, les rayons, les effets secondaires, la perte du goût et de l'odorat, ça vous bousille les cordes vocales, a-t-elle dit. Heureusement, elle est sortie guérie de cette opération et a eu la chance et le bonheur de célébrer son 70e anniversaire au Palais des Sports cette année-là. Sa force et son envie de vivre se sont avérées bien plus grandes que le cancer et cette combativité, elle la partage avec son tout dernier collaborateur, Grand Corps Malade. Véronique Sanson s'est en effet associée à cet artiste tout aussi talentueux et à la grande renommée. Le slammer a lui aussi connu des moments difficiles et a eu la force de les traverser et d'en ressortir plus grand. En effet, celui qui s'appelle Fabien Marceau, lorsqu'il ne se trouve pas sur scène, a subi un terrible accident en 1997 quand il a plongé dans une piscine qui n'était pas assez remplie et s'est retrouvé totalement paralysé. Sa force de caractère lui a cependant permis de se remettre de ce traumatisme et de laisser parler sa fibre artistique, devenant le grand poète que l'on connaît désormais. Si leur collaboration est inattendue, elle se comprend tout à fait et se découvrira sur le prochain album de Grand Corps Malade intitulé « Mesdames » est disponible. De son côté, c'est avec une passion renouvelée que Véronique Sanson s'attaque à la confection d'un nouvel album, comme elle l'a laissé entendre au cours de l'interview. « Ma voix est toujours là et je la trouve même encore meilleure et je travaille sur mon nouvel album. » Elle a cependant aussi révélé avoir quelques petits problèmes d'inspiration à l'heure actuelle, mais il ne fait aucun doute qu'ils seront réglés d'ici l'année prochaine, période durant laquelle son nouvel album devrait sortir. C'est le moment d'avoir votre avis.
Que pensez-vous de la vie de Véronique Sanson? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.